einer Nichtabhängigkeit Kooperation durchführen müssen und zugleich dazu gezwungen sind. Das ist eine ganz historisch für mich neue Situation. Ich kann das jetzt historisch in der Kürze nicht näher ausführen, aber wir wissen, dass die alten Kooperationssicherungen immer mehr wegfallen bei steigender Kooperationsnotwendigkeit. Das ist unsere paradoxe Situation. Ich habe schon gesagt, Kooperation ist nicht nur durch Konkurrenz, sondern durch das, was Freiheit ist, bei Menschen immer gefährdet. Es ist droht immer Ausstieg, es droht Verweigerung, es droht Aufkündigung, Entgegensetzung. Gab es in der Geschichte auch schon, ne? Die Heretiker, die Ketzer, die Advocate Diaboli waren ja nicht immer nur soziale Wesen. Deshalb hat die Kirche ja lange Zeit die Heretiker als Orden eingekauft. Nicht? Also die waren zuerst Heretiker und dann einverleiben wir sie, dann haben wir wieder die Zwangskooperation. Dafür dürfen die Franziskaner keine hohen Türme bauen. Also, die Absicherung der Kooperation geschah über Regeln, Rituale, Tabus, Gesetze mit Sanktionen, durch Außenabsicherung über religiöse Weltbilder, ethische, in Ständen orientierte Weltbilder, über Sozialkontrolle direkter Kommunikation. Das habe ich schon mit dieser Dorfgeschichte erwähnt. Über Gruppendruck, Standardbildung, Kulturnormierungen. Und das hat eigentlich eine Verbindlichkeit herbeigeführt, die Kooperation einfach gesichert hat. Dabei hat man allerdings auch so etwas entdeckt wie Solidarität, aufeinander angewiesen sein, bis hin zu dem Thema der Liebe. Erwähnen Sie nur, jetzt nicht im Sinne der geschlechtlichen Liebe, sondern auf der sozialen Seite. Es ist ja die Point des Neuen Testamentes und der Bergpredigt, dass uns hier zwei Botschaften entgegentreten. Die eine, die können wir ja noch so häufig sagen, akzeptieren, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist das schon schwer genug? Aber die andere, liebet eure Feinde, das ist ja auch. Wobei man das nicht unbedingt als Feinde übersetzen muss, man kann das auch als Fremde übersetzen. Und da tut sich eine für Kooperationen höchst eigentümliche Differenz auf. Wenn wir noch imstande sind, bei Kooperationen im Sinne direkter Kommunikation so etwas wie positive Emotionen zu entwickeln, Freundschaft, Liebe, Vertrauen, beruht auf direkter Kommunikation. Wir können nicht anonym lieben. Man kennt das schon, aber das ist nicht sehr erfolgreich. Und liebe deine Feinde war eigentlich eine andere Botschaft. Die Botschaft, vielleicht geht das mit Fremden auch. Vielleicht gelingt es uns Fremden gegenüber auch so etwas wie positive Emotionalität aufzubringen. Bisher schaut es nicht gut aus. Nicht trotz aller Beschwörungen von Europa-Hymnen seit umschwungen Millionen, nicht diesen Kuss der ganzen Welt, funktioniert nicht einmal in Europa, wo die Standortkonkurrenzen ja deutlich machen, dass da von einem umschwungen sein keine Rede ist. Gab es einmal die Werbung, nicht? Seit umschwungen Millionen und Millionen war ein Geldschein. Nicht? Da funktioniert schon besser. Und die Problematik ist die, wie sind wir imstande, oder ist das eine Grenze menschlicher Physiologie, im Sinne der Anonymität so etwas wie positive, ja, Sie werden ja bemerkt, aber das hat mir jetzt eh schon ein bisschen aufgegeben, weil der Neoliberalismus ja seine grausame Fratze gezeigt hat. Waren wir ja früher unterwegs sehr viel in Corporate Identity, nicht? Corporate Design mit sich auch, wo man versucht hat, diese Gefühlsebene auf Organisationen zu übertragen. Ich kann sie bei Ihnen Lebensreden und so weiter bemerken, wenn Sie so reden hören,
Wir lernen das in der Veranstaltung an der Corporate Identity. Wir sitzen alle in einem Boot, wir sind alle eine Familie und so weiter und so weiter. Alles Metaphern aus direkter Kommunikation, die beschwörend wirken sollen für eine Identität, die es in dieser Form nie geben kann. Sie können das an einem Beispiel, ich sage deshalb immer, Organisationen sind grundsätzlich Misstrauenskonstruktionen. Sie können das an einem einzigen kleinen Beispiel verfolgen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Ihr Kollege, Ihre Kollegin öfter als normal beim Chef ist? Ich warte. Wenn wir den Eindruck haben, dass in gewissen Zusammenhängen etwas passiert, was mich betreffen könnte, uns betreffen könnte, wo wir aber nicht dabei sind und uns Informationen fehlen, haben wir eine Informationsquelle, die uns nie im Stich lässt. Das ist unsere eigene Fantasie. Ja, Sie können nicht sagen, ach, schon wieder drin, nichts denken, nichts denken. Ja, Sie müssen denken. Daher, der Anlage und Struktur nach, sind hierarchische Systeme misstrauensfördernde Zusammenhänge. Was für die klassischen Hierarchien durchaus ein strukturstabilisierendes Element war. Divide et impera. Schau, dass deine Mitarbeiter möglichst wenig miteinander zu tun haben, dass alle Kommunikation über deinen Knoten läuft. Und wenn das nicht funktioniert, dann streue ein bisschen so kleine Gerüchte. Ja? Also, das ist die eine Seite. Nur, wie Sie alle und wir alle wissen, wir müssen zwar, und das ist dieser Widerspruch, den ich auch noch erwähnen muss, wir müssen zwar in hierarchischen Zusammenhängen leben, und wir wissen zugleich, dass diese unserer Kooperationsnotwendigkeiten, in denen wir stehen, schädlich sind. Und das bringt uns in einen permanenten Widerspruch, der zu managen ist. Daher ist die Aufgabe von Kooperationsmanagement nicht appellativ. Nicht, dass es so appellieren, das sind wir da alle gut zueinander. Das funktioniert nie. Sondern ist Widerspruchsmanagement. Kooperation bedeutet Widerspruchsmanagement. Es muss am Ende, zum Ende kommen. Das bedeutet, dass gerade in Vernetzungen, die ja hier Ziel sein sollen, dass man in Vernetzungen und in Kooperationen im Grunde mehr investieren muss, als es üblicherweise in hierarchisch halbwegs abgesicherten Organisationen der Fall ist. Wer weiß, wie schwierig Vernetzungen aufrechtzuerhalten sind, welche organisatorische Spitzfindigkeiten man sich hier bedienen muss, wie man zeitweise das Alltagsgeschehen unterbrechen muss und sich feiern muss, damit die Geschichte funktioniert. Also ganz andere Dimensionen als klassische Organisationen hervorbringen muss. Wenn man das weiß, dann überlegt man sich, lohnt sich der Zeitaufwand. Und deshalb ist abschließend zu sagen, Vernetzungen, Kooperationen auf gleicher Augenhöhe funktionieren nur dann, wenn einerseits diese, ich habe sie erwähnt, diese positive Seite einer emotionalen Besetzung möglich wird, das heißt Vertrauensaufbau und alle die Dinge, die damit verbunden sind. Und Vertrauen ist also eine Sache. Ne? Vertrauen ist immer Risiko. Ist einerseits komplexitätsreduzierend, nicht? Das wäre, weil wenn ich mir vertraue, dann genügt eine Seite Vertrag. Ich habe einmal eine Vertragsverhandlung mediiert, weil die gestritten haben. Und warum haben sie gestritten? In den waren schon früher Vertragspartner. Da ist aber mal was passiert, was sie nicht genau, ja, was Misstrauen erzeugt hat, was sie nicht aufgearbeitet haben. Und daher wollten sie den neuen Vertrag. Aber ganz, ganz, wasserdicht machen. Ja? Und wissen Sie, was ein wasserdichter Vertrag ist? Ein wasserdichter Vertrag ist der Anlass, in der Situation der Vertragserstellung alle zukünftig möglichen Konflikte aufs Tapet zu bringen. Dann können Sie sich vorstellen, was das für eine vertrauenserzeugende Situation ist. Das funktioniert nicht. Ja. Also, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, neben den organisatorischen Notwendigkeiten, Spitzfindigkeiten, Kreativitäten, die man in Kooperationen braucht, um sie aufrechtzuerhalten,
ist auch meine Erfahrung die Notwendigkeit gegeben, dass man rechtzeitig nach dem gemeinsamen Nutzen fragt. Das klingt jetzt sehr banal, aber es ist nicht immer so selbstverständlich, dass der Nutzen einer Kooperation für alle Beteiligten so klar ist, dass sie wissen, warum sie einander brauchen. Denn Kooperation ist nicht nur etwas, was schön ist, weil wir da sozusagen liebevoller miteinander umgehen als sonst, sondern Kooperation ist das Zeugnis gegenseitiger Abhängigkeit. Danke.